Hallo, mein Name ist Katja Straub und ich bin die Regisseurin von Dreamnails. Ich wünschte sehr, dass wir uns persönlich sehen könnten, aber freue mich trotzdem, dass Cornelis und das Team von Filmkunstfest MV es ermöglichen, dass die Filme gestreamt und somit auch trotzdem gesehen werden können. Vielen Dank dafür und schon mal schöne Grüße aus Berlin. Ja, Dreamnails spielt in einem vietnamesischen Nagelstudio in Texas, die, wie ich finde, sehr divers sind, vielleicht diverser als bei uns. Menschen verschiedener Herkunft, verschiedenen Alters, verschiedener finanziellen Situationen treffen sich dort. Ich fand, das war ein, also als ich das mal da so erlebt habe, fand ich, das war ein bisschen ein Mikrokosmos der Gesellschaft. Und in Dreamnails geht es darum, dass was passiert, wenn man in einen Ort, in einen Raum kommt, in dem eine bestimmte Atmosphäre herrscht, vielleicht von Vorurteilen getrieben und von Anonymität und Distanz. Man hat dann so die Möglichkeit, sich diesem Gefühl auch hinzugeben. Aber ich finde, man hat auch die Möglichkeit, mit seiner eigenen Haltung und vielleicht positiven Haltung die Stimmung in einem Raum vielleicht zu verändern. Und genau das macht die Hauptfigur Cindy. Sie kämpft sozusagen mit ihrer eigenen Liebe gegen diese Stimmung an. Und ich finde, die Liebe ist auch ein sehr starkes und sehr ansteckendes Virus und besonders wichtig in Zeiten, in denen Menschen vielleicht Schwierigkeiten haben, Leute zu akzeptieren, die eine andere Meinung vertreten als sie selber. Und damit ist Dreamnails eine Aufforderung sozusagen, die Liebe walten zu lassen und Empathie. Bleibt mir nur noch viel Spaß zu wünschen und lasst uns alle ganz gut hier durchkommen und die Liebe versprühen. Ciao.